Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der vorliegende Regierungsentwurf für den Haushalt 2017 und die Finanzplanung bis 2020 bieten naturgemäß die Gelegenheit, die Situation in Deutschland zu beschreiben. Haushaltspolitisch würde ich sagen, setzen wir auf Kontinuität. Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind ausgezeichnet. Und Herr Bartsch, im Grundsatz geht es den Menschen besser als vor 4 Jahren. Die unionsgeführte Große Koalition hat einiges auf den Weg gebracht. Herausforderungen bleiben naturgemäß. Ich wiederhole gerne einige Rahmenbedingungen, die wir heute schon hören konnten. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren und in der EU. Und besonders möchte ich betonen die niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben eine Rekordbeschäftigung mit über 43 Millionen Erwerbstätigen. Über 400.000 neue Jobs sind alleine im letzten Jahr entstanden. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Leistungen kommen bei den Menschen an. Wir haben wahrgenommen steigende Reallöhne und Renten. Wir haben nahezu Preisstabilität. Der Konsum steigt weiter. Das alles sind doch positive Nachrichten, die wir auch vertreten können. Und die Steuereinnahmen verzeichnen ein Rekordniveau. Aber an dieser Stelle gerne eine Erklärung, weil das in der öffentlichen Diskussion manchmal höflich formuliert in den Hintergrund tritt. Diese Rekordeinnahmen verzeichnen wir auch bei den Ländern. Denn die Steuerverteilung sieht derzeit vor, dass bei den Steuereinnahmen rund 56% beim Bund verbleiben und 44% auf die Länder und Kommunen aufgeteilt werden. Und bei den Steuermehreinnahmen, die wir in den letzten Monaten verzeichnen konnten, ist das Verhältnis sogar noch umgekehrt, dass mehr bei Ländern und Kommunen verbleiben als beim Bund. Das sollten wir nicht vergessen. Dieser Haushalt kommt weiterhin ohne neue Schulden aus. Auch das haben wir schon gehört. Das war im Vollzug 2014 so. Das war im Jahr 2015 so mit dem historischen Überschuss. Und das Jahr 2016 läuft auch sehr gut, wie wir vernommen haben. Und ich persönlich bin mal gespannt, in welcher Höhe am Ende des Jahres ein Rückgriff auf die angelegte Rücklage erforderlich ist. Und auch der Finanzplanungszeitraum bis 2020 sieht positiv aus. Wir haben also in den letzten Jahren ein haushaltspolitisches Ziel umgesetzt, ohne Wenn und Aber. Und das ist auch gut so. Wir haben Wort gehalten. Und Frau Lötsch, an Sie noch einmal gerichtet, der ausgeglichene Haushalt ohne neue Schulden ist kein Selbstzweck. Und ich wiederhole das gerne, das haben meine Kolleginnen und Kollegen getan, das werden Sie auch tun. Es ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Zeichen von Stabilität, Verlässlichkeit, Handlungsfähigkeit. Und das ist ein Erfolg, den unsere Regierung, denke ich, erzielt hat. Und durch eine solche Haushaltspolitik wird der Haushalt natürlich robuster, generationengerechter. Und es ist doch sachgerecht und logisch, dass wir in guten wirtschaftlichen Zeiten mit dem auskommen müssen, was wir einnehmen und eben keine neuen Schulden machen. Wir brauchen Spielräume für schwierigere Zeiten. Schulden von heute sind die Steuern von morgen, und das wollen wir vermeiden. Und dadurch sind wir für die Zukunft besser gewappnet. Bei einer möglichen, irgendwann wird sie kommen, Konjunktureintrübung und bei den finanziellen Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft. Auch das klang schon an. Ein weiteres Kennzeichen dieses Haushaltes. Die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote geht weiter zurück. Noch ist es die Planung, aber im Jahr 2020 erreichen wir wieder die 60-Prozent-Marke. Damit wäre das Maastricht-Kriterium für den Schuldenstand seit 2002 das erste Mal wieder erreicht. All das sind doch gute Nachrichten. Mögliche Kritikpunkte, die ich im Vorfeld häufiger gehört habe und die auch hier durchklingen: Es wird zu viel gespart. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Der Haushalt steigt, aber wir haben es vernommen, im Einklang mit den Einnahmen auf knapp 329 Milliarden Euro in diesem Jahr und in der Planung bis 2020 auf 350 Milliarden Euro. Das sind rückgerechnet rund 100 Milliarden Euro mehr als 2005. Der zweite Kritikpunkt: Die Länder und Kommunen brauchen mehr Geld. Sie müssen weiter entlastet werden. Das ist höflich formuliert etwas zu einfach und nicht die ganze Vollständigkeit. Die Entlastung der Länder und Kommunen in den letzten Jahren, insbesondere bei den Sozialausgaben, zu denen der Bund nicht verpflichtet gewesen wäre, belaufen sich in der Legislaturperiode auf 65 Milliarden Euro. Ich würde sagen, das ist die kommunalfreundlichste Bundesregierung, die wir seit langer, langer Zeit gesehen haben. Und bei allen regionalen Unterschieden, bei der Strukturschwäche vieler Städte und Gemeinden, insbesondere im Ruhrgebiet, kann ich aber trotzdem grundsätzlich – Ausnahmen gibt es immer – kann ich trotzdem grundsätzlich feststellen,
Das kommunale Investitionsförderprogramm, was wir in der Größenordnung von 3,5 Milliarden Euro auf den Weg gebracht haben, das mussten wir, haben wir gerne getan, aber wir mussten es verlängern, da nur 20 Millionen Euro abgeflossen sind und 1,8 Milliarden Euro gebunden. Das Kita-Förderungsprogramm durch den Bund haben wir verlängert, da die Mittel nicht abgeflossen sind. Deswegen würde ich sagen, bevor reflexartig von den Kommunen und den Ländern immer wieder die Forderung nach neuem Geld von dem Bund kommt, bitte lassen Sie uns an die Länder appellieren. Die Länder müssen liefern. Sie müssen gewährleisten, dass die von uns vorgesehenen Mittel für die Kommunen auch durchgeleitet werden. Die Länder müssen sich auch an ihre Absprachen halten. Hier nenne ich nur als Beispiel die Schaffung und Gegenfinanzierung von sozialem Wohnungsbau. In vielen Ländern wird da noch nicht ausreichend genügend gehandelt. Natürlich bei dem Bundeshaushalt helfen auch die niedrigen Zinsen und die hohen Steuereinnahmen, aber eben nicht nur. Der Haushalt hat auch etwas mit klugen politischen Entscheidungen zu tun, mit der Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturreformen, um für die Zukunft vorzusorgen. Wir brauchen mehr nachhaltiges Wachstum und das auch international. Und wir versuchen mit diesem Haushalt und der Finanzplanung unseren Beitrag zu leisten. Und deswegen nur einige Schwerpunkte des kommenden Haushaltes. Wir stärken wichtige Politikbereiche und wir modernisieren unser Land. Der erste Schwerpunkt. Wir setzen einen deutlichen Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Flüchtlinge und bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, rund 19 Milliarden Euro. Wir setzen ein deutliches Zeichen für die innere Sicherheit, also die Stärkung der Sicherheitsbehörden, insbesondere auch bei der Bundespolizei durch Stellenaufwuchs und durch Mittelaufwuchs. Wir erhöhen die Verkehrsinvestitionen in dieser Legislaturperiode um 25%. Maßnahmen des Bundes in diesem Bereich scheitern nicht an der Finanzierung. Das Nadelöhr sind die Planungen. Auch das haben wir immer wieder betont. Und hier müssen wir alle nachsteuern und müssen uns anstrengen. Aber insbesondere sind die Länder mit ihren Kapazitäten gefordert. Wir sehen aber auch an diesem Beispiel, dass wir keine neuen Schulden machen müssen, um Investitionen anzustoßen. Denn die Finanzierung, salopp gesagt, ist für die Bundesmaßnahmen im Wesentlichen gesichert. Wir müssen eher Investitionen vom Privaten anreizen. Und hier und nicht nur im Verkehrsbereich, sondern allgemein sehen, dass wir dort ein freundliches Klima schaffen. Der vierte Punkt. Die Breitbandversorgung wird ausgebaut. 4 Milliarden Euro bis 2020. Als Vertreter des ländlichen Raumes in Niedersachsen im Landkreis Osnabrück weiß ich, dass das elementar wichtig ist, dass wir diese Infrastrukturleistung vor Ort in den dünner besiedelten Gebieten unterstützen. Alleine schaffen wir es vor Ort nicht. Und angesichts der sich wandelnden Aufgaben bei der Bündnis- und Landesverteidigung erhöhen wir natürlich auch den Verteidigungsetat. Wir setzen weiterhin einen Schwerpunkt bei Forschung und Bildung. 60% mehr Mittel dort seit 2009. Wir haben nun mal nicht viele Bodenschätze und deswegen müssen wir in die Köpfe investieren. Wir sichern dadurch Wachstum und Wohlstand. Zusammenfassend können wir, glaube ich, bei den Ausgabepositionen des Haushaltes sagen im Entwurf, die sozialen Ausgaben, und hier noch mal einige Stichworte, Wohngeld, Elterngeld plus, Rente mit 63, Mütterrente und die Investitionen sind so gut berücksichtigt wie noch nie. Nur eines macht mich nachdenklich bei diesem Haushalt, und das ist die Sozialquote. Das heißt, zurzeit werden 52% der Ausgaben des Haushaltes für Sozialleistungen ausgegeben, Tendenz steigend. In der Finanzplanung bis zu 57%. Und das ist keine nackte Zahl, sondern es ist eine Herausforderung, weil die Grundlage für die sozialen Leistungen, die müssen jedes Mal andauernd neu erwirtschaftet werden. Und das wird unsere Herausforderung. Ich glaube, die Handschrift der Union ist in diesem Entwurf des Haushaltsplans deutlich zu erkennen. Das ist gut so. Der Haushalt wird natürlich bis zur Bereinigungssitzung angepasst, diskutiert und weiterentwickelt werden. Und ich würde mich freuen, wenn mögliche Spielräume zur steuerlichen Entlastung von Familien und Beziehern von kleinen und mittleren Einkommen genutzt werden könnten. Das fördert den Zusammenhang in unserer Gesellschaft. Wir wollen sie alle mitnehmen. Darüber sollten wir nachdenken. Der Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes ist eine gute Diskussionsgrundlage. Wohlstand und Sicherheit wollen wir bewahren, dann gewinnen wir Vertrauen. Vielen Dank an unseren Finanzminister Wolfgang Schäuble und an sein Haus. Lassen Sie uns in den kommenden Beratungen das Beste daraus machen für die Menschen in unserem Land. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Ich erteile das Wort nun dem Kollegen Axel Trost für die Fraktion Die Linke.